Hallo, herzlich willkommen hier auf dem Veloz-Kanal zu einer weiteren Folge FIFA 21. Das ist die aktuelle Tabelle. Fiorentina 7 Punkte weit weg, Atalanta 7 Punkte weit weg und Juve vor allen Dingen 10 Punkte weit weg. Will man irgendwie noch eine minimale Chance auf die Champions League haben, müsste man gegen Juventus Turin gewinnen. Und das ist nämlich der nächste Gegner. In dieser Folge spiele ich mal ein komplettes Spiel mal wieder, habe ich Lust drauf. Und es geht im direkten Duell gegen Juventus Turin. Die Bianconeri spielen wie folgt im 3-5-2-System mit dem legendären Buffon, der inzwischen 44 Jahre ist und seiner letzten Saison Tundan, Sebe, De Ligt und Hermoso in der Dreierkette, Morata, Torres, Koke, Arthur und Ramsey im Mittelfeld, auch interessant. Ganz vorne dann Dybala und David, und David hat tatsächlich die meisten Tore in dieser Serie A-Saison bisher mit 19. Bei uns ein 3-4-1-2-System mit Donnarumma im Tor, Koulibaly, Bonucci, der Ex-Juve-Spieler, und Militao in der Dreierkette. Hernandez, Benacer, Kessié, Semedo bilden das Vierer-Mittelfeld, ZOM, Tavares und ganz vorne dann Ante Rebic und Marcus Thuram tatsächlich heute statt Andrea Belotti. Im Allianz Stadium sind wir und das Ganze hat schon begonnen. Aaron Ramsey, fast der Ballverlust da eben von Juve. Spielen hier über die rechte Seite, Koke. Haben ja kaum Italiener in ihrer Startelf, Juve, und Benacer mit einem ganz starken Ballgewinn. Benacer verliert den Ball aber gegen De Ligt. David auf Dybala. Zwei quirlige Stürmer vorne und jetzt hier David. Der hat, wie gesagt, oh, Bonucci, das gibt's nicht. Das gibt's doch nicht, Leute. Das ist einfach Elfmeter hier bei FIFA. Ihr wisst, dieser Bug ist einfach nur so schrecklich. Mann, ey, das kann doch nicht deren Ernst sein. Ja, dafür gibt's Elfmeter. Wir können's nicht ändern. Ich will mich nicht abfacken. Bringt ja nichts. Donnarumma gegen Dybala. Und Donnarumma hält ihn! So, FIFA, ey. Ihr mit euren verdammten Bugs, aber Gianluigi Donnarumma hält auch diese Herausforderung hier. Gar nicht so schlecht geschossen, aber Donnarumma war da. Koke jetzt hier mit dieser Ecke. Militao klärt den Ball. Koke kommt da nicht mehr ran und es gibt Einwurf Juventus. Ante Rebic wieder dran, der Kämpfer, der kroatische Kämpfer, der macht das immer wieder viele Wege. Benacer, Seitenwechsel auf Semedo, erstmal ruhig spielen. Nicht einfach nur stumpf nach vorne laufen, sonst kontert uns Juve aus. Ante Rebic, und da war jetzt Tavares mit ein bisschen Platz. Auf Rebic, Thuram, Kessié. Frank-Yannick Kessié auf Tavares, der macht das gut. Tavares aber erstmal abgefälscht, der Ball von Hermoso, beziehungsweise abgeblockt natürlich. Ramsey jetzt hier nach vorne auf David. Der hat natürlich auch eine gewisse Geschwindigkeit, aber Koulibaly stört ihn da richtig gut, auch wenn es Foulspiel war. David, Paulo Dybala auf Aaron Ramsey, also auch noch einige Spieler aus der Realität mit dabei. David jetzt hier auf Dybala. Wieder David, Koulibaly dazwischen, diesmal ohne Foul. Koulibaly auf Donnarumma. Juve drückt uns da schon ganz schön rein. Militao, aber wir lösen das ganz ruhig. Tavares mit sehr, sehr viel Platz. Tavares, oh, schade, da war leider Ferran Torres dran. Der Passversuch von Tavares war nicht so schlecht, die Grätsche jetzt auch zu spät. Gibt natürlich Vorteil Morata, David auf Morata. Mit der Hacke weitergespielt auf Aaron Ramsey. Juve macht hier weiter Druck mit diesem Vorstoß. Der Ball war ein bisschen fast schon zulässig gespielt, aber wieder Ramsey am Ball. Hat die Chance da, oh, fast wieder ein Elfmeter. Bonucci muss aufpassen, jetzt hier Koke. Koke, Bonucci kommt da nicht in den Zweikampf, Koulibaly köpft ihn weg. Arthur. Ferran Torres auf David. David. Koulibaly hat den am Ende, jetzt Tavares. Tavares sprintet erstmal durch. Ach, der Pass war nicht gut. De Ligt hat den ganz einfach abgefangen. Jetzt hier Paolo Dybala mit der Hacke hier auf Alvaro Morata, der heute im linken Mittelfeld spielt, aber immer wieder ins Zentrum rückt. David, David mit dem Pass, aber das war Abseits, das war Abseits. Ganz ruhig bleiben. Gibt nochmal eine gelbe Karte für Tavares für seine Grätschenfohlen. In den ersten knapp 20 Minuten muss man ganz klar sagen, dass Juve das bessere Team ist. Benacer, Kessié, Leonardo Bonucci. Ah, Juve macht gut Druck. Bonucci jetzt mal mit einem langen Ball. Theo, Rebic mit der Hacke. Tavares. Tavares. Tavares mit vielen Finden. Wird nicht wirklich attackiert. Zieht einfach mal ab. Nun gut. Der war jetzt ein bisschen ungefährlich. Aber grundsätzlich sollte man dem Spieler niemals in dieser Position viel Raum lassen. Denn auch sowas kann ganz gern mal ein Traumtor werden. Da kann man ja gerne bei Camavinga nachfragen. Was macht Tuan Sebe oder wie auch immer der jetzt heißt hier? Tuan Sebe, ja, Tuan Sebe heißt er.
vielleicht falsch ausgesprochen, aber ihr wisst ja, wen ich meine. Ferran Torres. Hier wieder der Verteidiger von Juve. Juve jetzt hier das ganze Spiel wieder ins Zentrum verlagert. Das machen sie ganz gerne. Morata spielt tatsächlich im zentralen Mittelfeld. Interessant, dass er da umgeschult worden ist. Dybala. Paulo Dybala spielt den auch ab, aber abgefälscht. Militao war da in der Schussbahn von diesem Ball von Alvaro Morata. Deswegen war das Ganze dann noch relativ ungefährlich. Arthur verliert da fast den Ball. Jetzt ist hier De Ligt. Natürlich nicht der beste Abschlussspieler, bringt den Ball aber zu Morata. Rebic da irgendwie dran. Jetzt hier wieder De Ligt, der den Ball verliert gegen Benacer. Thürams Grätsche ging dann ins Leere. Morata mit dem guten Ball auf Dybala, aber Militao mit einer Weltklasse-Grätsche. Stark vom Brasilianer. Aber Juves Druck wird auch immer und immer größer. Milan muss sich da jetzt mal so langsam befreien. Eventuell jetzt mal. Thüram ist da schneller als Tuan Sebe. Thüram. Will der Buffon ein bisschen ausspielen, der einfach stehen bleibt. Oh, der Ball hätte bei Rebic landen müssen. Schade. Ecke Milan, die erste. Tavares. Abgefetscht von Koke. Vielleicht jetzt mal eine andere Eckenvariante. Also, wir machen mal kurzen Pfosten. Benassa. Kessi kommt da nicht ran. Nächste Ecke. Dritte Ecke hintereinander jetzt hier für Milan. Benacer. Bringt den Ball auf Semedo. Semedo knallt den Ball aber gegen den Jubelspieler einfach nur. Bonucci. Tavares. Theo. Ach, der Ball war nicht gut. Kein gutes Abschied von Theo da gerade. David, ne? Koke. Ramsey auf Morata. Juventus Turin wieder im Angriff. David. Dybala. Koke am Ball. Boah, der Pass war gut. Das war ein gutes Zusammenspiel. Donnarumma hält den. Donnarumma muss da jetzt aber auch wieder ran. Ist da das zweite Mal dran. Gut. Donnarumma stark. Können ihn dann nicht besiegen. Jetzt hier Theo. Also eben war es natürlich noch Rebic, aber jetzt hier Theo. Ich war schon einen Schritt weiter. Theo Hernandez überläuft einfach den Gegenspieler. Macht das richtig gut, aber der passt es dann übelst schlecht. Hat da eigentlich richtig gut den Gegenspieler überlaufen, aber macht ihn leider nicht. Schafft es einfach nicht, das Ganze besser zu verwerten. Hermoso. Der legt dann wieder auf Hermoso. Koke. David, schön gespielt. Arthur. Semedo ganz stark. Benassa schnell nach vorne gespielt, das Ganze. Ante Rebic. Zwei Verteidiger haben sich da aber um Thüram gekümmert, deswegen konnte ich da nicht abspielen. Jetzt hier Frank-Yannick Kessi. Und der spielt den jetzt auf Semedo. Semedo spielt da erstmal zurück, ganz auf Koulibaly. Kann man natürlich auch mal machen. Leonardo Bonucci. Kessi, Bonucci schaltet sich mit rein im Angriff. Rebic, der Ball war noch abgefälscht vom Jubelspieler. Das müsste. Ne, gibt keine Ecke. Gibt wahrscheinlich gleich erstmal die. Ja, die erste Halbzeit ist damit wahrscheinlich schon rum. Ja, gehen wir gleich in die zweite. Zweite Halbzeit beginnt. Es gab einen Wechsel. Jens-Peter Haug rein für Tavares. Ante Rebic. Thüram kommt da nicht ran. Wollte ich ein bisschen schnell lösen. Dybala. Moratas Ball landet bei David. Alvaro Morata. David, Dybala. Paulo Dybala spielt den Ball gut hier auf die linke Seite, Ferran Torres. Aber über Semedos Seite geht nichts bisher für den Gegner. Semedo mit diesem Sprint, Thüram. Jetzt muss hier nur der richtige Pass kommen, der anscheinend auch kommt. Semedo ist aber platt. Der legt, ja stark. Der junge Belgier, Niederländer. Einfach nur stark. Arthur. Paulo Dybala mit dem hohen Ball hier wieder auf Torres. Jetzt ist da natürlich Semedo ein bisschen müde. Deswegen kommt ja auch das war für mich ein sauberes Tackling. Das war für mich ein richtig sauberes Tackling. Es gibt hier einfach Freistoß. Und sogar ein bisschen Diskussion. Also das war für mich ein Top-Tackling da von Militao. Fehlentscheidung vom Referee. Kessi klärt ihn aber wieder zu Dybala. Das ist gefährlich. Jetzt hier die Chance für Ferran Torres, der den Ball hier reinmacht. Ist das bitter. Das war kein Freistoß, Mann. Das war einfach kein Freistoß aus meiner Sicht. Also die Schiedsrichterleistung ist hier wirklich miserabel. Geben einen Elfmeter für Juve, den es nie hätte geben müssen. Ein sauberes Top-Tackling von Militao wird als Foul gewertet, was keins war.
Und so erreicht Juve hier eben ihren ersten Treffer. Das ist halt einfach, ja, das sind dann Stand jetzt 13 Punkte Rückstand auf die Champions League und damit auch das endgültige Ende, was den Traum danach angeht, nochmal diesen Platz zu erreichen. Thuram jetzt einfach mal durchsprinten am besten. Vielleicht kriegt ihn Hermoso ja auch einfach gar nicht. Ja gut, dann ist halt Koke da. War zu einfach gedacht. Dybala. Morata. Arthur. Koulibaly. Jens-Peter Haug. Ne. David. Auf Dybala. Boah. Ferran. Ferran Torres gibt den jetzt hier ins Zentrum auf Ramsey. Der mit dem Lupfer. Haug ist da. Rebic. Ante Rebic wartet da, bis Haug weiterläuft. Rebic. Kessié. Kessié mit diesem Pass hier auf Thuram. Der war überrannt, aber Buffon ist da. Und da ist Ante Rebic, der ihn nicht reinmacht. Bitter. Das war eng. De Ligt war es, glaube ich, der den da in letzter Sekunde gerettet hat. Morata, Alvaro Morata, Bonucci ist da. Kessié ist auch da, stark. Jetzt mal ein bisschen körperlich hier. Ante Rebic. Rebic auf Thuram. Rebic mit der Hacke auf Thuram. Der spielt ihn auch nochmal ab und jetzt ist der Treffer drin, wichtig. Kessié mit dem 1-1, hol dir bitte den Ball jetzt. Sehr schön, Frank-Yannick Kessié, das richtige Zeichen, einfach weitermachen. Gar nicht erst zu lange sich mit Freuden, ja irgendwie mit Jubel oder so auffallen. Hier Rebic auf Thuram. Buffon kommt da raus, das wäre schwierig gewesen, den noch abzuschließen. Aber Frank-Yannick Kessié macht ihn dann rein nach der Vorlage von Thuram. Und damit lebt wieder diese kleine Chance von Champions League Plätzen. So, Ramsey auf Dybala. Morata spielt hier jetzt auf Dybala. Es gab noch eine gelbe für Bonucci, ich weiß jetzt nicht wofür. Ferran Torres. Arthur auf Dybala. Paulo Dybala, der Ball von Benacer abgenommen. Trotzdem konnte sich, ja, ich habe Schluck auf Dybala da gerade behaupten. Ramsey. Aaron Ramsey auf Morata. Koulibaly kommt da nicht ran, aber Bonucci ist ja da. Und was ist das für ein Pass von Benacer? Aber jetzt ist er da wenigstens dazwischen. Jetzt Dybala. Paulo Dybala. Bonucci wieder dazwischen. Und der Schuss und Donnarumma hält den. Überraschender Schuss von Ferran Torres. Aber Gianluigi Donnarumma mit einer guten Parade. Hier sehen wir das Ganze nochmal. Erst war da Bonucci dran und dann die große Chance für Ferran Torres. Aber Gianluigi Donnarumma mit der Parade. Camavinga kam übrigens für Benacer rein. Oh, was ein Abschluss. Donnarumma war da. Jetzt eventuell nochmal schnell machen. Ante Rebic, nee. Kessié ist es. Kessié verteidigt. Gut. Semedo, Rebic. Haug auf Thuram. Rebic. Thuram. Mit. Ach, Rebic, den kriegt der da aber. Semedo hat da viel Platz. Rebic entscheidet sich aber, den Ball erstmal nach hinten zu spielen. Theo, Thuram. Haug. Auf Ante Rebic, dessen Schuss abgefälscht war leider. Arthur. Arthur. Dybala. Paolo Dybala. Bonucci stark dazwischen. Arthur wieder am Ball. Ferran Torres. David. Koulibaly, starke Grätsche. Oh, die zweite war dann nicht ganz so stark. Dybala. Paolo Dybala, keine Chance da. Da waren zwei Spieler, die den Ball abgefälscht haben. Camavinga, Thuram. Ah, Camavinga, ich glaube, ich habe eben Thuram gesagt, es war natürlich Rebic am Ball. Camavinga. Camavinga. Rebic, sie attackieren mich da nicht wirklich ganz so stark. Kessié, Thuram wieder. Kessié, Rebic. Eduardo Camavinga, aber Buffon ist da. Ja, Gianluigi Buffon, der 44-Jährige in seiner letzten Saison, freut sich natürlich. Aber so einen Schuss darfst du Camavinga eigentlich nicht lassen, denn der war nicht schlecht. Noch ein bisschen höher und der Ball ist drin. Trotzdem gut gehalten von Gianluigi Buffon. Es gab jetzt noch einen Wechsel übrigens. Conti kam rein für Semedo und Madison kam rein für Morata. Der Kopfball von Bonucci. Es gibt Elfmeter. Es gibt Elfmeter. Hermoso mit dem Foul gegen Leonardo Bonucci. Entscheidend jetzt. Das könnte sehr entscheidend werden. Boah, wir gucken uns das nochmal an. Boah. Ich sehe da jetzt keinen Foul von Hermoso vor allen Dingen nicht. Thuram, der hat den letztens verschossen. Bonucci kann auch Elfmeter, der Ex-Spieler.
Innenverteidiger können sowas eigentlich immer ganz gut. Bonucci macht ihn rein. Sehr schön. Leonardo Bonucci mit dem Treffer für den AC Mailand. Der Mann mit der 87 rutscht da rum und feiert sich da erstmal. Zweimal bei Juve gewesen, das zweite Mal bei Milan. Und diese Amtszeit bei Milan, beziehungsweise diese Zeit, die er jetzt bei Milan ist, soll auf jeden Fall erfolgreicher werden als beim ersten Mal. Wir sehen ja Buffon gegen Bonucci. Bonucci bleibt aber eiskalt und knallt ihn da rein. Man muss aber auch echt sagen, den kannst du haben. Wenn Buffon springt, dann hat er den. Das war kein so guter Elfmeter. Aber egal, Leonardo Bonucci mit seinem ersten Serie-A-Tor in dieser Saison, der 35-Jährige, echt eine Bereicherung noch für dieses Team geworden. Hätte ich gar nicht gedacht, dass er so schnell Impact haben wird, ganz im Gegenteil. Er sollte eigentlich nur mein fünfter Innenverteidiger werden. Aber so kann sich das halt drehen. Poke. Ja, Mosso, Koulibaly bis da hinten weitergepresst. Es ist nicht mehr viel Zeit jetzt hier, Madison. David. Poke. Juve jetzt nicht wirklich mit einer Idee bisher. Milan verteidigt das gut. Ramsey. Ramsey hält da lange den Ball, aber kann den spielen. Juve behält immerhin die ganze Zeit den Ball, bis jetzt die Paolo, die Baller wieder Bonucci dazwischen. Also Leonardo Bonucci war jetzt schon mehrfach dazwischen, wenn die Baller versucht hat zu schießen. Er kennt ihn natürlich auch zu gut, hält da seinen Schlappen hin. Stark gemacht von Bonucci. Etwas mehr als 4 Minuten sind noch zu spielen. Boah, der Ball landet sogar bei uns. Haug, Thuram, jetzt vielleicht der große Konter, Thuram. Da läuft Rebic jetzt, sehr schön gefunden jetzt hier. Ante Rebic läuft da, kann sich durchsetzen, Rebic, spielt den Ball nochmal hier auf Conti, Cassie, Theo hier mit diesem Lupfer auf, Kamavinga, Haug kommt da nicht zum Kopfball, Ecke. Etwas mehr als eine knappe Minute plus Nachspielzeit nur noch zu spielen. Ramsey raus. Kamavinga. Auf Haug hier. Kamavinga. Spielt den da erstmal zurück. Leonardo Bonucci. Bonucci zieht ab. Okay, am eigenen Mann gescheitert. Kamavinga. Jens-Peter Haug. Nee, so nicht. Kontermöglichkeit Juve. David. Oh, Madison. Madison, war das abseits, ja oder nein? Ja. Eine Minute noch zu spielen, Leute. Eine Minute ist es noch. Kamavinga ins Zentrum, hier auf Ante Rebic. Rebic verliert den Ball nochmal. Aber Leute, ja, es ist durch. Es ist durch. Wir gewinnen 2-1 gegen Juventus und gucken an, was uns das tabellarisch gebracht hat. Tabellarisch bedeutet dieser Sieg für uns Folgendes. Wir sind wieder in Fiorentina auf 5 Punkte rangekommen. Atalanta ist immer noch 7 Punkte weit weg, ebenso wie Juve. Aber wir haben wieder eine Chance. 11 Spiele, 7 Punkte. Das ist möglich, den Champions League-Platz noch zu kriegen. Euroleague-Platz jetzt sowieso. Also wir sind wieder mitten im Rennen. Wir dürfen auch nicht vergessen, die Roma ist im Coppa Italia-Finale. Das heißt, wenn Roma gewinnt, sind sie in der Euroleague und der 7. Platz würde nicht reichen. Also, das Champions League-Rennen ist wieder spannend. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wie findet ihr es, wenn ich ganze Spiele kommentiert? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Euer Veloz meldet sich ab und bye bye.